Fünf Monate nach der Insolvenz von Wirecard kommt wieder erheblich Bewegung in die Unternehmung. Am Mittwoch findet tatsächlich die Gläubigerversammlung statt. Das Amtsgericht in München hat es zugelassen. 350 Gläubiger werden vor Ort sein. Schlag auf Schlag geht's weiter. Am Donnerstag ist Untersuchungsausschuss in Berlin, wohl aber ohne zugelassene Zeugen. Denn die Staatsanwaltschaft München möchte, dass Zeugen nicht persönlich dort erscheinen müssen. Das ist wohl eine Sicherheitsfrage. Es geht um einen Kronzeugen, der wohl schon einige wertvolle Unternehmensnachrichten und Informationen geliefert haben soll. Und es geht natürlich auch um Top-Manager. Einer davon sollte Markus Braun sein, der frühere CEO. Juristisch bleibt es ebenfalls spannend im Verhältnis BaFin und Wirecard. Nach einer Auskunft des Bundesfinanzministeriums haben 85 BaFin-Mitarbeiter fast 500 Aktiengeschäfte mit Wirecard getätigt zwischen 2018 und Ende September 2020. Die BaFin hat jetzt private Aktiengeschäfte weitgehend unterbunden oder eingeschränkt. Aber an der Börse sagt man, das Kind ist eigentlich schon in den Brunnen gefallen, denn der Verdacht steht im Raum, dass der eine oder andere seinen Informationsvorsprung für diese Aktiengeschäfte genutzt haben könnte. Frontrunning nennt man das hier an der Börse. Inzwischen wird der einstige DAX-Konzern immer kleiner. Die Wirecard Bank und andere Kerngeschäftsteile stehen ja seit Längerem zum Verkauf. Von 100 Interessenten sollen noch 2 übrig sein. Der größte Favorit soll die Santander Bank sein, die spanische Santander. Ein zweiter Interessent ist die britische Lucas Mobile, ein Telekommunikationskonzern. Aber da tue sich die BaFin angeblich schwer, eine Vollbanklizenz zu erteilen. Denn Lucas Mobile ist selbst in das Visier von Ermittlern geraten, der Vorwurf Geldwäsche. Mit den Verkäufen sollen wohl 100 Millionen Euro erlöst werden. Die meisten Aktionäre werden dabei aber leer ausgehen. Und Analysten warnen denn auch vor der Wirecard-Aktie. Das ist ein Penny-Stock, der zum Zocken verkommen sei. Die Aktie heute 1,4% im Plus bei nur noch 60 Cent.